In wenigen Stunden rollt hier der Ball im Sportpark Höhenberg, wenn die Viktoria den 1. FC Magdeburg empfängt. Aber auch auf anderen Plätzen gibt es am 14. Spieltag in der 3. Liga einige interessante Partien. Deswegen haben wir uns vorab mit dem Spieler des Monats September, Kai Klefisch, zusammengesetzt und er hat für uns die Spiele des Wochenendes getippt. 2:0 für 1860 München. Ich glaube, in der Liga hatten jetzt weniger Erfolgserlebnisse in der letzten Zeit, aber ich glaube, die können den Aufschwung vom DFB-Pokal jetzt mitnehmen, wo die ja gegen Schalke gewonnen haben. Deswegen denke ich, dass sie da 2:0 gewinnen werden. Da sage ich 2:1 für Zwickau. Havelse steht natürlich unten drin, müssen gewinnen, um rauszukommen. Wir müssen jedes Spiel gewinnen. Aber ich glaube, Zwickau mit ihrer guten Offensive werden da ja, triumphieren. 1:1. Beides sehr gute Mannschaften mit sehr viel individueller Qualität. Und ich glaube, die werden sich beide nicht viel schenken, von daher unentschieden 1:1. 1:0 für Braunschweig. Glaube, die haben auch in der letzten Zeit sehr gute Ergebnisse einfahren können. Stehen jetzt auch oben in der Tabelle. Von daher glaube ich, dass sie den Aufschwung mitnehmen können und dort gewinnen werden. Halle gegen Duisburg würde ich sagen 2:2 unentschieden. Die eine Mannschaft steckt ja auch ein bisschen weiter unten drin und die andere ein bisschen weiter oben. Aber ich glaube, dass beide ganz gute Offensiven haben und auch ganz gute Defensiven. Von daher werden schon ein paar Tore fallen, aber auch, glaube ich, ganz gut verteidigt werden. Von daher wünschen. Sage ich ein 1:3 für Dortmund. Haben wir jetzt gegen uns verloren gehabt. Ich glaube, dann werden die mit ein bisschen Frust da auftreten und siegreich aus der Partie gehen. Ein 0:0. In Meppen ist immer so ein kleiner Hexenkessel, deswegen ist es da immer schwierig, viele Tore zu schießen. Von daher sage ich auch in dieser Partie ein Unentschieden. Würde ich auf ein 2:1 für Lautern tippen. Ich glaube, die sind ganz gut gerade, haben einen ganz guten Flow im Moment. Würzburg steckt auch unten drin und für uns wäre es auch nicht so schlecht, wenn die gewinnen würden. Von daher sage ich 2:1 für Lautern. Ein 1:2 für Osnabrück, auch eine sehr gute Mannschaft, ist ja ein abgestiegen aus der 2. Liga und ich kann mich an das Spiel gegen sie erinnern, in Osnabrück, ein sehr schwer zu bespielender Gegner, die eine gute Qualität hat und glaube, dass die auch in Fair gewinnen können. Viktoria Köln gegen Magdeburg tippe ich auf ein 2:0 für uns, hoffen natürlich, dass wir unser Spiel durchziehen können, wie wir es auch in der letzten Partie gegen Dortmund gezeigt haben, nicht nur spielerisch, vor allem auch kämpferisch dort auftreten werden und dann hoffentlich, wenn alles klappt und es so läuft, wie wir uns das vorstellen, dass wir dann auch gewinnen werden. Kai Klefisch glaubt also, dass man heute Abend was holen kann gegen den 1. FC Magdeburg. Aber was denkt ihr? Und was haltet ihr von seinen anderen Tipps? Schreibt es uns in die Kommentare. Bis dann!